Hashtag professionelle Glatze, so muss es sein. Alles klar, Freunde. Also, Massenschlägerei bei Agit Kabayels Boxkampf. Ja, und das Erste, was ich sehe, ja, danke, 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 No Time MMA, dass er wieder einen Clip von mir einfügt, wo ich voll aufs Maul bekomme von Agit. War ja klar. Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal No Time MMA. Es gab eine heftige Massenschlägerei. Schaut euch mal diese agile Glatze an, wie er sich bewegt, wie ein junger Panther hier. Schlägerei. Ja? Im Angesicht dieses riesigen Schwergewichtlers, schaut euch an, wie dieser Glatzkopf sich elegant und aerodynamisch durch den Ring bewegt. Bei dem Kampf von Agit Kabayel, der Mann, der Cousin von Casey Rebel ist und natürlich auch bei uns auf YouTube bekannt ist, dadurch, dass er Sparring mit Ringlife gemacht hat, mit Edmond, sehr, sehr... Hey, Ringlife, hey! Nice Video, und ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass er es in sich hat, denn er hat wirklich gegen einen sehr, sehr starken Gegner gekämpft mit Kevin Johnson, und das war wirklich ein sehr, sehr starker Kampf, den er dort auch gekämpft hat, muss man hier an dieser Stelle sagen. Und kurz vorab, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu supporten und um nichts mehr zu verpassen. Der WBA Continental Kampf in Magdeburg fand vor rund 1000 Zuschauern statt, und das war... Stellt euch mal vor, ich wäre live dabei gewesen und ihr würdet hier auch so meine Glatze sehen, wie ich gerade einen Stuhl werfe oder so. Junge, wäre das lustig geworden. Der Typ gefällt mir am meisten. Junge, schaut euch mal den Typen hier an. Hier ganz links, der Typ lacht sich komplett den Arsch ab. Könnt ihr den sehen? Kann man das zoomen? Das kann man leider nicht zoomen. Der Typ ist mir direkt... Junge, die grinsen alle. Was geht? Der Typ hat ein fettes Lachen im Gesicht. Hier, der Kollege. Der hat ein fettes Grinsen im Gesicht. Der Kollege hier lacht sich komplett den Ast ab. Junge, die haben alle mega Spaß. Scheint, als hätten die alle eine gute Laune gehabt. Modellprojekt. Das Ende vom Lied war wirklich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Eine pure Massenschlägerei, Leute, die so natürlich hätte nicht sein müssen. Der MDR hat sogar das Event live übertragen, Leute, diese Ausschreitung aber natürlich nicht. Als der Kampf letztendlich im Ring vorbei war, hat der Kampf auf den Rängen weiter stattgefunden. Und ja, der Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat nach seinem Sieg ebenfalls ein Interview gegeben. Und währenddessen haben die Zuschauer dann eine Massenschlägerei richtig krass gestartet, mit Stühlen, Eisenstangen und vielem mehr, ging etwa 50 Menschen aufeinander los, und im Video ist deutlich zu erkennen, wie ein Zuschauer einen Ordner mit der Faust richtig krass ins Gesicht schlägt, Leute. Als dieser zu Boden geht, kommt eine zweite Person und tritt weiter auf den Mann ein, was Oha, wirklich brutal ist. Wo ist das Video? Agit Kabayel hat, wie gesagt, auch sein Statement dazu abgegeben, und diese Szenen waren wirklich brutal. Agit wollte das natürlich auch, und ich hatte versucht, diese Leute da wieder zurückzurufen oder halt dementsprechend dafür zu sorgen, dass es nicht weiter eskaliert. Und ja, ein Ordner wurde, wie gesagt, verletzt, man kennt die Hintergründe nicht. Er litt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus weiter behandelt werden. Auslöser des Ganzen war offenbar ein Streit um einen Rollstuhlfahrer, der mit Kabayel jubeln wollte. Wie daraus die Szenen entstanden konnten, ist noch unklar. Hä? Hä, was? Ey, einfach ein Rollstuhlfahrer hat eine Massenschlägerei dort angefangen. Wie random ist das denn? Der Typ wollte wahrscheinlich einfach nur ein bisschen feiern. Irgendjemand hat sich da irgendwie, hat ihn beleidigt oder irgendwas gemacht. Irgendjemand anderes hat vielleicht den Rollstuhlfahrer dann verteidigt, und dann sind die einfach alle aufeinander losgegangen. Richtig random, Mann. Aber das hat letztendlich dazu geführt, dass Agit Kabayel seinen Sieg nicht genießen konnte, denn er sagte, diese Menschen machen die Freude über meinen Sieg kaputt. Ja, und der Veranstalter hat ebenfalls seine Veranstaltung natürlich auch nicht so gesehen, wie er es haben wollte. Es war wirklich einfach etwas, was sehr, sehr unschön war. Der 28-jährige Kabayel hatte zuvor erfolgreich seinen Titel gegen den Amerikaner Kevin Johnson sehr, sehr stark verteidigt, und ich bin gespannt, wie es weiter mit Kabayel geht. Wirklich, eventuell sehen wir ihn bald richtig auf der internationalen Bühne. Leute, Kevin Johnson war jemand, der schon gegen viele Namen gekämpft hat. Gegen viele Namen, auch gut Junge, gekämpft geht hat, gegen Anthony Joshua, gegen Tyson Fury und mehr Leute. Also das darf man nicht unterschätzen. Wow, der hat voll den Sucker Punch von der Seite kassiert. Kurz Schlägerei-Analyse. Da, der Typ hier mit dem schwarzen Ding hat erstmal fast einen Stuhl gegen den Schädel bekommen. Jetzt hier, bang, Stuhl gegen den Hinterkopf kassiert. Und jetzt kassiert er von dem Kollegen noch eine Faust von der Seite. Also das darf man nicht unterschätzen. Agit Kabayel ist jetzt international auch richtig stark angekommen. Steht immer noch zu null. Und ich bin richtig gespannt, wie wir ihn weiterhin sehen werden. Und eure Meinung zu dieser ganzen Situation da würde mich doch sehr in den Kommentaren interessieren. Was haltet ihr oder was sagt ihr von der Performance von Agit Kabayel und natürlich zu dieser Eskalation dort? Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time. Ja, wilde Sache auf jeden Fall, ja. Wilde, wilde Sache, Mann. Krasse Sache.
Aber ich sag auch ganz ehrlich, also jetzt hier zum Kampf von Agit. Agit hat einen sehr, sehr starken Kampf geliefert, konditionell extrem stark, hat Vollgas gegeben. Sein Gegner ist echt ein solides Kind gewesen, er hat einige harte Schläge eingesteckt und ist trotzdem stehen geblieben. Ich bin echt gespannt, wann wirklich die großen Kämpfe für Agit jetzt kommen. Ich meine, der hat ja auch schon gegen Derek Chisora gewonnen. Und Chisora ist halt wirklich, Alter, sagt, was ihr wollt, Mann, aber Chisora ist halt echt ein Panzer. Und der macht vielen Leuten Probleme, ja. Deswegen, ich bin echt gespannt, wann jetzt wirklich die große, große Bühne endlich für Agit kommt. Ich bin wirklich gespannt darauf, Mann. Ich würde sie ihm auf jeden Fall gönnen.